Künstliche Intelligenz, was ist das genau? Wie funktioniert sie? Und werdet irgendwann ein KI gehen, die mehr intelligenter ist wie Menschen? Ja, KI, Künstliche Intelligenz oder Englisch AI, was ist das? Fragen wir doch einfach die bekannte Künstliche Intelligenz, das Programm ChatGPT. Was schreibt denn? Künstliche Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit von Computersystemen, menschenähnlich kognitiv Verhalten zu imitieren, wie zum Beispiel das Verständnis von natürlicher Spruch, das Lesen von Problemen und das Lehren aus Erfahrungen. Maja. KI gibt es schon lange. Der Begriff wurde in den 1950er Jahren geprägt. Aber spätestens sind die Firma OpenAI für eine Pointe der Programme ChatGPT und DALL-E für jeden zugänglich gemacht hat, als KI zum Hype gehen. Hier ein paar witzige Beispiele, was ich mit KI kann machen. Mit KI-Programmen kann ich zum Beispiel ganz einfach an eine Comicfigur verwandeln. Oder mich an eine Disney-Figur. Sind es nicht schön? Wie wäre es mit einem neuen Hintergrund für unser Studio? Wow! Unfortunately, it is also quite easy to do deepfakes using artificial intelligence. This allows the science.lu team to make me say whatever they want. Artificial intelligence, it's tremendous, it's huge, it's the best. And let me tell you, with AI, we're going to make Luxembourg great again, as great as Grumper Kitchelscher. Das ist just ein paar visuelle Beispiele, wie ihr mit KI kann ohne viel Opfer Sachen machen, für die ihr für drauf viel Zeit und Geld gebraucht habt. Mit KI kann aber auch zum Beispiel dabei helfen, Tümören zu erkennen, autonomen Auto beim Fahren assistieren, Texte verschaffen und vieles mehr. Auf KI redet das, stellen sich viele Menschen intelligente Roboter vor. Hasta la vista, baby. Dabei also Roboter-Hardware. Bei KI geht es um Algorithmen und informatische Verarbeitungsprozesse. Ein KI nutzt Software. Natürlich kann ein Roboter mit KI ausstatten. Am Alltag beginnt das KI echter an anderer Form, wie zum Beispiel bei Übersetzungsprogrammen. Dein Onkel mäht deinen Thunfisch. Tum, 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 tum. Künstliche Intelligenz ist sozusagen ein Überbegriff. Ein wichtiges Element von KI ist, dass sie lehren kann. Hier schwätzt ihr von Machine Learning. Du meinst eine Menge, die nur sich verschiedene Prozesse und Technologien, die zu KI führen. Machine Learning kann mehr oder minder komplex sein. Der Begriff Deep Learning, der steht für hochkomplex Machine Learning Prozesse. Aber wie genau funktioniert Machine Learning? Bei Machine Learning geht es darum, dass informatische Systeme an großen Datensätzen Muster kennenlernen, für die nur zum Beispiel Voraussagen machen zu können. Hol mal ein Fiktivbeispiel. Eine Musik-Streaming-Plattform will gerne lernen, wie ein Lied dem Jump gut gefallen. Der Jump klickt alles von einem Lied hören hört, ob Like oder Dislike. Du setzt das System zum Beispiel all das Lieder an eine Grafik und teilt sie nur verschiedene Parameter ab. Zum Beispiel nur Tempo, also wie sehr das Lied ist, und nur Frequenz vom Gesang, also wie hoch die Stimme ist. Es stellt sich heraus, dass der Jump für neuem gerne sehr Lieder mit hoher Stimme hat. In Zukunft weist das System dem Jump also genau so Lieder an. Das fiktive Modell ist ganz simpel. Bei ganz komplexen Beispielen von Machine Learning schwätze ich wie gesagt von Deep Learning. Hier kommen zum Beispiel sogenannte neuronale Netzwerke zum Ersatz. Wie funktionieren die? Aber ich bin froh, dass das auch. Neuronale Netzwerke simulieren natürlich neuronale Strukturen, also Strukturen, die aus Nervenzellen bestehen, wie zum Beispiel als Gehirn. Ein Neuron ist dabei vereinfacht etwas, wo ihnen Input gibt, dann trägt der Neuron die Information und da gibt es den Output. Dasselbe gilt bei künstlichen Neuronen. Bei neuronalen Netzwerken schalten lauter Neuronen aneinander, als Schichten, die miteinander kommunizieren. Hol mal ein fiktives Beispiel von einer KI, die auf Fotos Hund von Katze soll unterscheiden. Wir geben dem ganzen Neuronensystem einen Input. In diesem Fall Foto von einem Hund oder einer Katze, die vier von Menschen korrekt zugeordnet dürfen. Die Input-Neuronen verschaffen die Informationen, gehen Signale weiter in die nächsten Schichten und da kommt ein Resultat raus. Wenn den Output falsch ist, so macht der KI das. Und der wiederholte Prozess dann liest auch noch einmal. Wenn das Resultat richtig ist, weisen wir die nächste Foto und so weiter. Wenn wir das nur paar Tausenden oder sogar Millionen Mal machen, dann ist das Netzwerk irgendwann kapabel, bei einer neuen Foto mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit korrekt zu sehen, ob das ein Hund oder ein Katz ist. Das Interessante dabei, der Programmierer hat das nicht explizit programmiert. Er hat nicht gesagt, wenn ein lang Schnuss, dann ist es ein Hund. Nein, das Netzwerk wird trainiert und hat selber ein Weg zur Lösung gefunden. Und der Programmierer weiß nicht, wen. KI ist sich selber nicht bewusst, was sie gemacht hat. Also liefert gute Resultate. Manchmal besser wie ein Mensch, manchmal Männer.
Übrigens, die Capture-Tester, die jeder von euch schon mal am Internet ausgefüllt hat, können den Entwicklern dabei helfen, KIen zu trainieren, für Objekte auf Fotos zu erkennen. Froh, die sich nun natürlich stellt, als ob das KIen irgendwann so performant gehen, dass sie mehr intelligent gehen, wie wir Menschen. Und andere wie da, könnt irgendwann Superintelligenz. Heißt es, ist KI-Forscher nicht eins. Manche sagen, das könnte relativ sicher gehen. Gerade lo mit der rezenten rapiden Evolutionen könnte das vielleicht schon an ein paar Jahren oder Jahrzehnten der Fall sein. Andere denken, das ist erst Jahrhunderten. Und noch andere denken, das könnte nie. Bis lo waren KIen noch sogenannte Schwach-KIen. Sie liefern schon an einem präzisen Domain immer ein gutes Resultat. Manchmal sogar besser wie der Mensch. Wie zum Beispiel die KI, die schon vor mehr als 25 Jahren gegen den Schachweltmeister gewonnen hat. Eine starke KI kann über ganz verschiedene Domäne gute Resultate liefern. Er kann selbstständig Aufgaben erkennen und definieren. Also sich häufig selbstständig Wissen aneignen. Mittlerweile können KIen durchaus schon an ein paar Domäne etwas leisten, wie zum Beispiel ChatGPT, die noch programmieren kann. Eine Superintelligenz wird allerdings recht dann, wenn die starke KI mehr intelligent wird wie die Menschen. Bis ob. Sicher aus, KI ist du und entwickelt sich immens sehr. Wie bei all Technologie, die viel genutzt wird, wird auch KI zu gesellschaftlichen Veränderungen führen. Programme wie ChatGPT oder Midjourney weisen, dass auch Kreativberufe wie Grafiker, Schriftsteller oder Künstler von den Entwicklungen betroffen sind. Heute zum Beispiel ein paar Bilder, die mit der KI Midjourney erstellt dürfen. Alles, was auf diese Bilder durchgestellt ist, ist nicht real. Wenn es noch vor kurzem Tag gedauert hat, so etwas zu malen oder zu entwerfen, geht das nur in 2 Minuten, ohne Künstler oder Grafiker zu sein. KI wird verschiedene Berufe stark verändern und andere mehr unwichtig machen. Aber neue Berufe werden entstehen. Es gibt Risiken und Opportunitäten. Wir sollten uns nur vorstellen, wie wir KI können gewinnbringend nutzen. Und welche gesetzliche Kader wir brauchen, für das Abühen minimiert und KIen nicht übermächtig gehen. You have no power here. Brauchen wir zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht, made by AI, für das der Publik weiß, was von einem Mensch gemacht wird und was von einer Maschine. Und was können wir machen, für die Macht von ein paar großen Firmen, die KI kontrollieren, anzudämmen? KI ist ein komplexes Sujet. Wenn ihr mehr darüber wissen, Zusatzinfos von den neuen Artikeln auf Science.lu. Merci für den Zuhören. Ciao, ciao.